Heidiho da draußen, mein Name ist Mario und ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed. Ja, letzte Folge hab ich den, wie hieß er, Majid Adin platt gemacht, der sich ja als wahrer Misanthrop entpuppt hat. Und von daher würde ich sagen, wir dürften jetzt ja wahrscheinlich wieder in Masyaf stehen und uns weise Worte von unserem Meister anhören. Schauen wir einfach mal. Steigen wir mal direkt ein. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Könnte man hier in Vollbildmodus umswitchen. Hat keiner gesehen. Hat keiner was mitbekommen. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Masht Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen. Warum nicht? Ihre Pläne sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Was ist dieser Schatz? Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Deswegen soll ich ihn angucken, ne? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen? Die Regenten der Städte? Sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akkon, bekannt als Sibrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt, der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Sie werden mich nicht finden. Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Was nun? Sprich, was krieg ich, 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 was krieg ich? Ich habe ein Staubwedel bekommen. Synchronisiere Rang 7 Erinnerung. Neue Fähigkeit erlernt, Verteidigung durchbrechen. Sie können im Hof trainieren. Oh Gott, das heißt, wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann kommt mir wieder der Typ da entgegengesprungen. Mich dünkt, ihr solltet mal ein bisschen prüfen. Üben. Schwingen. Oder doch nicht. Gott erbarme dich. So. Je. Nicht frech werden, Leute. Sonst... Warum kann ich eigentlich keine Waffe ziehen? Was ist das für ein Scheiß? Ich könnte mich gar nicht verteidigen, ich arme Sau. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ich komme da nicht rüber. Muss ich hier wirklich an den Eingang gehen, um zu trainieren? Stellt sicher, dass euer erster Angriff der letzte ist. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Was ihr wisst?
Wow, da kann ich einiges auswählen hier. Verteidigungsbrecher. Verteidigungsbrecher. Drücken Sie... was ist das? Null ist die linke Maustaste. Direkt nach einem Schritt, um die Verteidigung des Gegners zu durchbrechen. Hä? Nach einem Schritt? Verstehe ich nicht. Nach einem Schritt. Direkt nach einem Schritt. Okay, dann ich mache einen Schritt. Muss vielleicht so? Schnell? Ich weiß nicht, ist das jetzt Verteidigung durchbrechen, was der da macht? Eigentlich nicht, oder? Ich drück nach vorne, Freund. Hallo? Vorwärts? Ich verstehe das nicht. Taka, 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 taka. Ja, irgendwie. Ich glaube nicht, dass er hier die Dings durchbricht. Komm. Fuddel den Typ jetzt mal um. Das geht nicht. Ich bin zu blöd. Drücken Sie die... Das ist... Taste 0 ist die linke Maustaste. Das ist meine Angriffstaste. Direkt nach einem Schritt, um die Verteidigung des Gegners zu durchbrechen. Also ich mache einen Schritt... Schwupp, und dann drücke ich. Und es passiert nichts. Nochmal. Dann macht er gleich so einen dicken Angriff. Nochmal. 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 Nochmal direkt hintereinander. Nochmal direkt hintereinander. Und irgendwie es passiert nichts. Okay. Dann gehe ich wieder raus hier. Ich verstehe. Ich verstehe nicht, aber egal. Dann gehe ich. Hey. Ja, ihr seid da. Beschäftigt. Ich verstehe. Ja, ich bin beschäftigt. Komm, renn mal, Mädchen. Lasst euch nicht ablenken. So, Damaskus. Ich würde sagen, wir fangen in Damaskus an. Das ist oben drüber. Der erste in meiner Liste. Leitern sind eine akzeptable Art. Ja, wissen wir hier mittlerweile. Ich habe den Namen natürlich vergessen von dem Typ, den ich als nächstes meucheln soll. Aber das ist ja nicht wirklich so schlimm. Es gibt hier nur den einen, es gibt immer nur ein Ziel in der Stadt. Und jetzt schwafel ich erstmal mit meinem Freund. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Das. Al-Mu'alem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Ja, er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unters Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier sind eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Osten. Ich beginne sofort. Also Süden so und Osten. Voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. Danke, du. Ich mache einen ganz schön Schwirbel, ganz schön Staub auf, wenn ich hier so drüber. Du solltest deinen Teppich mal ausklopfen. Guck dir das mal an. Du bist der alte Erdsau. Dein Teppich, der staubt. Da muss man nochmal drüber latschen. Dann gibt es hier dicke, fette Staubwolken. Da stimmt da irgendwas nicht. Husch. Also im Süden und im Osten. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Fangen wir im Osten an. Fangen wir doch einmal im Osten. Wir gehen mal nach Osten. Schauen wir mal. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Brauchen wir hier wieder ein oder zwei Aussichtspunkte.
Und das da hinten oder das da vorne? Eigentlich ja eher dürfte wohl einer sein. Und dann schauen wir uns mal, was uns dieser Aussichtspunkt enthüllt. Ich bin ja hier eigentlich richtig. Ja, hat er gesagt, im Osten. Im Osten und im Süden. Im Süden war irgendwie ein Wachturm und ein was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Ich sollte mir das vielleicht mal merken. Ey, Vogel, geh weg. Mein Platz. Mein Baum. Das mit den Städten haben sie schon cool gemacht. Gar keine Frage. Tja, glücklicherweise habe ich nichts. Nichts. Boah, ist aber hoch hier. Mein lieber Scholli. Das zieht einem ja ein bisschen die Eier hoch. Da drüben ist der nächste Aussichtspunkt. Auch er weiterhin im Osten. Hoffentlich gibt es nicht wieder so eine Aktion wie das letzte Mal. Dass ich hier stundenlang. Da ist auch einer. Da ist auch irgendwo einer. Gibt es hier eigentlich keine Leitern bei euch? Keine Leitern, die man mal unauffällig kraxeln kann? Na gut, dann. Ah, hier geht nicht. Aber hier geht. Hier ist ein Fenster. Und Fenster sind dafür da, dass man sich an ihnen hochhangeln kann. Da ist der nächste, oder nicht der nächste, aber. Ah, hey, guck mal. Geht das auch? Es geht auch, okay, alles klar. Hallo? Das ist doch wohl ein Scherz jetzt, oder? Da willst du mir nicht erzählen, dass du. Sag mal, was. Hallo? Ist der verrückt? Ich weiß nicht, es mag im Moment so anmuten. Ja, durchaus. Das mag im Moment so den Anschein haben. Was ist jetzt? Du willst mir doch nicht erzählen wollen, dass du da nicht hoch... sag mal, Alter. Nein, 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 nein. Ich hab mir geschworen, ich werde die Steuerung nur noch mit einem Lächeln ertragen. Dass das nicht funktionieren wird, ist schon klar. Aber geschworen habe ich mir trotzdem. Ich möchte nicht, dass dieses... Wo willst du denn hin? Ein Hoch? So, da musst du hin. So. Oh. Hab ich mir schon lauter Sachen angeguckt. Die erste Viertelstunde ist schon fast rum, ohne dass ich wirklich was unternommen habe. Naja gut, okay, ich habe mir zwei Aussichtspunkte. Ja. Glücklicherweise hat er mir nichts enthüllt. Das heißt... Ja. Ich darf mir noch so ein... Aussichtspunkt suchen. Ey, jetzt sagt er aber Karte aktualisiert. Achso, das heißt nur, dass er mir das Gebiet quasi freigeschaltet hat. Also gut, dann weiter nach Osten. Weiter in Richtung Osten. Ach. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Was ist denn? Warum hängt ihr denn jetzt hier schon wieder? Ich kann nicht mehr rechts und links. Irgendwas ist... Das ist... Irgendwie ist das seltsam. Ich muss doch hier hochklettern können. Warum kraxelt er denn dann nicht weiter? So, und weiter geht's. Hier rüber. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass das da drüben dann mein... Aussichtsturm... Mein Aussichtspunkt... ist. Okay. Die Frage ist jetzt, wie... Ah, da ist was, nicht, mach doch nicht so ein Scheiß, Mensch. Oh, mir wird jetzt jedes Mal ganz schwummrig hier am Nacken und Rücken, wenn der so ein Kram da verzapft. Da deinen Kopf. Mein Kopf ist mein Kopf, kriegst meinen Kopf nicht. Ich würde scheiße aussehen ohne. Und allein deswegen kriegst du ihn nicht. Doch, leg dich mal hin. Wie sagt man so schön, leg dich hin, ich glaube, ich hab dich lieb oder so. Oder wir müssen reden. Ah, nein!
Okay, keiner hat was gesehen. Keiner hat gesehen und registriert, dass ich hier das macht er nicht noch einmal. Am Baum stehe. Geh weg da, ich muss pinkeln. Keiner hat... Hier lang, bitte, danke. Keiner hat registriert, dass ich... Wo ist jetzt mein Eingang, mein Aufgang, mein Hochgang? Ach, da ist was. Aber das sieht so aus, als würde ich gleich wieder Ärger kriegen, wenn ich da hochkraxel. Wie bin ich denn überhaupt vorhin hingekommen? Ich glaube, ich bin von der anderen Seite da drauf gesprungen, oder? Ich bin, glaube ich, von der anderen Seite gekommen und habe mich dann nur so dran gehupft. So ungefähr. Nisse! Geht doch. Dann gleich hier weiter. Und dann weiß ich jetzt aus Erfahrung, hier ist irgendwo... Ja, da. Irgendwo ist mein Aufgang. Wenigstens ist der komische Typ, der da oben steht. Stand schon platt. Somit habe ich keine Probleme. Außer natürlich, ich komme wieder auf die Idee her. Wieder zu hupfen. Ohne vorher zu gucken. Nicht hupfen, ohne die Kapuze zu lupfen. Könnte man sich ja fast mal merken, so. Ja. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass ich... Irgendwann ist Ende mit Osten. Ich krieg hier nichts angezeigt. Bürger retten. Hier habe ich schon ein paar Partisanen, da habe ich schon ein paar Gelehrte. Aber kein Auftrag in Sicht. Kein Auftrag in Sicht. Ich komm da durch. Ja, ich hab's geschafft. Du sollst nicht hier quer hüpfen, wie so ein Äffchen. Das bist doch bestimmt du. Das ist doch bestimmt er da hinten, mein nächster Aussichtspunkt. Dann wollen wir den doch gleich mal erklimmen. Um zu schauen, ob er mir dann jetzt hier wenigstens mal... Das sind ja keine Aufträge, die mir hier enthüllt werden, sondern das sind ja... meine Nachforschungen, die ich anstellen kann. Bleib doch mal da oben hängen, Mensch. Wer sagt dir denn, du sollst doch nicht ständig da runter? So. Ansonsten komme ich schon nicht da hoch. So, nochmal E gedrückt. Und während ich hier oben sitze, würde ich sagen, kann ich mich schon mal von euch verabschieden, denn die Zeit ist rum. Falls euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da oder schmeißt mir was in die Comments. Abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in der nächsten Runde auf meinem Kanal. Lawinke.